willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder bei der Firma De Bielers, der Zieses und seine Brüder, beziehungsweise Bruder und Papa. Wir zeigen uns heute mal was zum Thema Nockenwellen. Das letzte Mal waren wir ja hier mit Selims Siebener und ihr erinnert euch, wie ich sag jetzt mal Pablo, der Papa in diesem Siebener saß auf dem Prüfstand und die Doppelweber durchgezogen hat. Und eigentlich ist De Bielers dafür bekannt, dass die in der Vergangenheit Nockenwellen gefertigt haben, sowohl umgeschliffen als auch aus dem Vollen geschliffen. Also so richtig klassisch Nockenwellenherstellung. Und genau das gucken wir uns heute nämlich mal an, weil ich habe nämlich die Lambo-Zylinderköpfe mit dabei. LPX-Projekt geht weiter. Und heute beschäftigen wir uns mal wirklich mit der gesamten Thematik Nockenwellen. Das ist, glaube ich, das erste Mal eigentlich auf dem Channel. Also, wir haben zwar schon viel mit Björn hier und da mal so ein bisschen über Nockenwellen gesprochen, aber haben noch nie wirklich mal mit Profis diese ganze Thematik einmal durchgemacht. So, das ist nämlich beim Lambo auch ein bisschen komplizierter, weil der hat, ist jetzt schon zerlegt, hier sind die beiden Nockenwellen drin und der hat Kipphebel zwischen, die nochmal mit einer Übersetzung auf die Ventile drücken. So, aber ich würde sagen, so viel dazu. Ich freue mich mega drauf. Wir planen dieses Video bestimmt schon ein halbes Jahr. Mit ganz viel Glück fahren wir mit extrem krassen Lambo-Nockenwellen nach Hause. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein und fangen mit der ganzen Thematik mal an. Es könnte sehr, 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 sehr technisch werden, aber ich glaube, hoffe, es wird auch extrem cool. So, jetzt sind wir hier wieder angekommen, Prüfstandsraum. Ich habe gerade schon gesagt, wir werden es niemals vergessen, wie letztes Jahr Papa von Selim den Siebener hier drin durchgerissen hat auf dem Prüfstand. Das Bild, das haben auch so viele gefeiert im Internet, das war auf jeden Fall. Der Selim erzählt mir jeden Tag wieder, wenn er mit dem Auto fährt, er sagt, es war goldrichtig. Der hat so einen Spaß mit dem Auto. Jeden Tag aufs Neue setzt er sich da rein, wenn er mal mit fährt, so viel fährt er ja nicht, ne? Aber dieses Sechszylinder mit dem Doppelwebervergaser, sagt er, ist einfach. Einfach genau sein. Traum, ja. So, wir sind heute aber da wegen Lambo Nockenwellen. Ich habe gerade schon so gesagt, das ist somit das erste Nockenwellen-Video bei uns auf dem Channel. Wir haben zwar mit dem einen oder anderen Motorenbauer schon mal so ein bisschen drüber philosophiert, aber sind da noch nie so richtig tief in die Materie reingegangen und schon gar nicht Fertigung gezeigt und so weiter. Ja. Weil ich glaube schon, dass der eine oder andere von euch sich auch nicht vorstellen kann, wie so eine Nockenwelle gefertigt wird, weil man sie nicht nur fräsen und nicht nur drehen kann. Und am Ende werden die, glaube ich, ja so geschliffen, ne? Genau. Ja. Okay. So, ihr macht ja eigentlich Nockenwellen seit eh und je schon. Ja. War das so das, womit ihr angefangen habt damals? Nee. Wir haben mit Vergasern tatsächlich angefangen, Doppelvergaser Sachen und Zylinderkopfverarbeitung. Und irgendwann haben wir von dem damaligen Lieferanten nicht, also die Flexibilität der Profile war nicht da für die Nockenwellen. Und da hatten wir uns dann entschieden, die selbst zu fertigen. Mhm. Ja, da sind wir dann reingekommen und mittlerweile waren wir das, ja, also nicht gelogen, bestimmt 70% des Umsatzes ist nur durch Nockenwellen. Echt, immer noch? Okay, krass. Ich hätte jetzt gedacht, Nockenwellen war so ein klassisches Tuning von früher. Nee. So, ne? Und bei den heutigen Autos, dass das da mit Nockenwellen immer weniger wird. Nee, irgendwann, wenn, also jetzt bei den neuen fängt man ja meistens mit Downpipe und Lademitspieler und so an und Software. Irgendwann ist man dann am Ende selbst mit einem großen Lader oder Ladern und dann müssen die Steuerzeiten geändert werden. Mhm. Okay. Deswegen ist das immer noch aktuell. Ja, also das werden wir heute auf jeden Fall alles erkunden. Ich weiß gar nicht, ob man beim letzten Mal die Maschinen schon mal so ein bisschen gesehen hat. Ein bisschen haben wir auf jeden Fall schon gezeigt, aber das wird auf jeden Fall. Also es wird auf jeden Fall, wenn ich im Vorfeld immer schon nachfragen muss, wie, wo was gefertigt wird, dann weiß man schon immer, dass das so am Ende interessant wird, weil man es halt nicht jeden Tag sieht. Ja. Und das mit dem Nockenwellenschleifen, das wird auf jeden Fall gut. So, ich habe mitgebracht die Lambo-Köpfe. Wir haben hier einmal einen kompletten Serienkopf. Und das ist einmal schon der gemachte Kopf. Da ist von NG einmal so eine CNC-Bearbeitung drauf. Mhm. Das sind Supertech-Ventile, größere Auslassventile. Einlass ist, glaube ich, Seriendurchmesser. Und da brauchen wir jetzt krasse Nockenwellen für. Okay. Muss man dazu sagen, Lambo 5,0 Liter war ja wirklich nur genau hier verbaut und deswegen gibt es da auf dem Markt wirklich wenig bis gar nichts. Habt ihr für so einen Motor schon mal Wellen gemacht? Wir haben sowas schon mal gemacht. Wir haben einen Kunden in den USA gehabt, der das öfter umgebaut hat, auch aufgeladen, die Fahrzeuge. Nur der ist leider verunglückt und seitdem dann nicht mehr. Also wir machen dann nur die Straßensachen, so ein bisschen umschleifen von den Serien. Ja, ja.
Das geht auch. Das geht auch. Das ist für ein Straßentuning oder so ein bisschen sportliches Tuning eigentlich auch ausreichend. Und halt auch vom Kostenfaktor interessant, weil es viel günstiger ist. Das heißt, man nimmt die Originalwelle und schleift sie so um, dass da eine längere Steuerzeit bei rauskommt. Genau, längere Steuerzeit und man kriegt auch mehr Hub hin. Das ist oft ein Verständnisproblem, weil die Kunden anrufen oder schreiben und meinen, wie geht das durch Wegschleifen, was mehr wird. Ja. Das kommt daher, dass wir das Verhältnis ändern von Nockenhöhe zu Grundkreis. Mhm. Ja, wir reduzieren den Grundkreis. Dadurch wird also dieses A- und B-Maß, was bekannt ist, das ändert sich und man hat dann tatsächlich danach mehr Hub. Wenn wir den hier umdrehen, dann können wir das auch kurz einmal zeigen. Dann müssen wir immer die Holzkürze nehmen. So. Ja, aber ist egal. Nur so ein bisschen. Das reicht schon. So, das heißt, was Cisis gerade erklärt hat, ist, man hat immer einmal den Grundkreis, das ist die Hälfte. Genau, also die hintere Hälfte. Wo das Ventil geschlossen bleiben soll. Genau, wo eigentlich die Nockenwelle beim Drehen rein gar nichts am Ventil ändert. Und irgendwann fängt das Ventil dann über den Hub hier aufzugehen. Richtig, ja. Das heißt, wenn ihr eine Nockenwelle umschleift, macht ihr Folgendes. Ihr nehmt in dem Durchmesser hier Material weg, genau, damit die Spitze jetzt einfach gesagt länger wird und das Ventil weiter aufdrücken kann. Genau. Und das Ganze gleicht sich dann am Ende durch dieses Hydroelement wieder aus. Bis zu einem gewissen Maße ist das möglich. Mhm. Ja, das muss man natürlich vorher ermitteln, wie weit der Hydrostößel überhaupt noch in der Lage ist, sich auszudehnen. Und das kann man dann nutzen und dementsprechend den Grundkreis reduzieren. Wenn man es übertreibt, gibt es dann auch eine Möglichkeit, mit Ausgleichselementen dem Hydro dann noch zu helfen, den künstlich zu verlängern. Hat man Nachteile davon, wenn man den Grundkreis immer kleiner macht? Nein, also irgendwann schon, aber das sind dann wirklich Sondersachen, wo man sowieso andere Probleme hat wegen Drehzahlfestigkeit und so. Mhm. Ja, es gibt bei Renault zum Beispiel Motoren, die haben ein ähnliches Prinzip, auch mit Rollenhebel. Da können wir das nicht so ausgiebig machen, weil der die Hebel sonst rausschmeißt, wirklich. Mhm. Okay. In unserem Fall heute aber schleifen wir nicht Serienwellen um, sondern ihr schafft es wirklich, diese Wellen neu zu bauen. Richtig. Ja. Sieht ja schon recht komplex aus, so, ne? Ist es auch. Das ist jetzt auch nicht so die einfachste Welle wahrscheinlich, die es gibt. Okay, aber was ich auf jeden Fall schon mal cool finde, was ich auch nicht wusste, ist, dass ihr da tatsächlich auch selbst auf dem Motor schon Erfahrungswert habt. Ja. Weil das ist wirklich ein Motor, der... Und auch sogar auf dem aufgeladenen. Auf dem Turbomotor. Ja, das war dann auch der nächste, dann der 5.2 mit Direkteinspritzung, hatten wir auch schon. Auch schon, okay. Ja. So, ich muss nämlich dazu sagen, diese Art von Ventiltrieb mit einem Hebel dazwischen ist für mich absolutes Neuland. Jegliche Motoren bisher waren immer ohne. findet ihr das System cool? Also macht man gerne was mit so einem Kipphebel dazwischen oder ist der typische Tastenstößel eigentlich besser? Mit dem Kipphebel prinzipiell ist das schon gut. Mhm. Der Sinn der Sache jetzt mit den Rollenkipphebeln, was in dem Fall ja verbaut ist, war vom Hersteller oder prinzipiell eine Zeit lang von vielen Herstellern, die Reibung zu reduzieren im Ventiltrieb. Mhm. Ja, man hat eine Kugellage, auf dem der Nocken ablaufen kann und dadurch keine Reibung. Ja, man hat nur Abrollreibung. Ah, verstehe, okay. Das ist prinzipiell gut für einen leistungsgesteigerten Motor, irgendwann nicht mehr, wenn es an hohe Drehzahlen geht. Mhm. Dann muss man das umbauen, dann zurückbauen auf ältere Technologie, dann mit einem Gleithebel zum Beispiel. Okay, also die einfachste Version ist einfach nur ein Tastenstößel, wo der Nocken einfach immer wieder den Stößel runterdrückt. Mhm. Habt ihr bestimmt schon bei uns ein paar Mal gesehen, wenn wir Ventilspiel eingestellt haben und so weiter. Dann kommt die Version mit dem Kipphebel. Da ist eine Rolle drin, dass der Nocken nicht einfach nur auf die Kipphebelfläche läuft, sondern auf dieser Rolle läuft. Genau. Um da nochmal weniger Reibung. Das Ganze ist allerdings nicht so drehzahlfest. Ja. Okay. Das heißt, was würdet ihr sagen, was kann so ein Rollenkipphebel? Der Kipphebel an sich ist da gibt es von dem Kugellagerhersteller dann irgendeine Drehzahlgrenze. Mhm. Ja, das ist aber meistens nicht die Problematik, die wir haben bei der hohen Motordrehzahl, sondern wirklich, dass der Hebel irgendwann rausgeschleudert wird. Mhm. Ja, weil das ganze, die ganze Kinematik nicht mehr mitkommt, weil es zu schnell passiert. Mhm. Und ja, und auch die Position, das müssen wir uns alles dann mal anschauen, wie das alles zueinander steht.
Ich finde es eh Wahnsinn, wenn wir den mal einmal umdrehen, dass das da überhaupt drin hält. Weil es ist ja tatsächlich so, dass der... Da sind, genau, so können wir einfach hinlegen. Der Kipphebel ist hier zwischen. Und der wird ja eigentlich nur auf diesem Hydroausgleichselement geklemmt. Genau. Und wird dann quasi einfach nur noch zwischen Ventilfeder und Nockenwelle halt gehalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass der eigentlich links-rechts irgendwie gehalten doch, ist. Doch, da ist eine Führung. Wenn man sehen, wenn wir den zerlegen, dass der noch links, also in die Richtung geführt ist. Sonst würde er ihn auf jeden Fall raus. Okay, und dann auf dem Ventil ist das dann? Genau, der Ventilschaft, also das überlappt so. Der Ventilschaft wird von dem Hebel umgriffen, so wie eine Hand, damit er nicht seitlich raus kann. Ja, ihr merkt es tatsächlich. Erstes Mal Kipphebel Neuland hier. Okay. So, das heißt, was müssen wir jetzt in unserem Fall hier machen? Was denkst du, wie hoch kann man so einen Motor drehen? Der dreht Serie, dreht er ja schon 7,8. Mhm. 7,8 dreht er Serie. Ja. Also wir wissen, dass mit richtigen Ventilfedern und alles 1000 Umdrehungen mehr überhaupt kein Problem sind. Aber auch mit passender Anlauf- und Ablauframpe von den Nocken. Ja, da darf man es nämlich auch nicht übertreiben oder verkehrt machen, weil es dann den Ventiltrieb zum Schwingen anregt. Ah, okay, verstehe. Das heißt, hier sieht man das ja gerade schön, der Übergang von kein Hub, bis der Nocken fängt an und das Ventil öffnet sich langsam, ist nicht einfach nur eine Schräge. Genau, das ist ein Radius. Ein merkt man so, hier fast mal einmal Finger rüber. Also das geht nicht einfach nur gerade auf, sondern es ist wirklich, es geht so rein. Ja, das nennt man konkav, also dieses Negative. Dementsprechend konvex ist dann die Rolle und das muss halt aufeinander gepaart werden, damit das schön abläuft. Ja. Das ist dann aber nur bei der Variante mit den Rollenkipphebeln? Ja. Okay. Bei einem normalen Tastenstößer hätte man das nicht. Da hat man zwar auch eine Anlauframpe, aber jetzt nicht so... Die Anlauframpe hat ja einen anderen Grund. Die braucht man immer. Mhm. In dem Fall braucht man diese Form wegen der Rolle. Mhm. Ich schon wieder richtig was gelernt hier heute. Das heißt, die Anlauframpe ist hier trotzdem noch davor. Ja. Und die ist wofür da? Also früher bei mechanischen oder wenn man solche Sachen auch mechanisch umbaut, braucht man immer eine Anlauframpe, die recht lang ist, um das Ventilspiel auszugleichen. Ansonsten hat man im Ventiltrieb Geräusche. Ja, wie so ein Hammer, der auf Metall schlägt, hört sich das an, wenn es keine Rampe gibt oder wenn die Rampe nicht passend ist. Okay, verstehe. Das heißt, das ist dann einfach, Nockenwelle dreht sich langsam zu den Bereichen, wo das Ventil immer aufgeht und da ist es dann nicht so, dass es schlagartig anfängt aufzugeben, sondern ganz, ganz langsam wird das so über das Ventilspiel weg, bis es dann anliegt und dann geht es erst los. Bis es ausgeglichen ist und dann geht es los. Ja? Mhm. Und die Hydrowellen, die haben auch eine. Aber die ist verhältnismäßig zu einem mechanischen Profil minimal, kaum da. Aber auch der Grund dafür ist aber derselbe, dass das alles weich anläuft und abläuft. Und das ist nämlich auch genau der Punkt, warum man nicht einfach eine Hydrowelle nehmen kann und mechanische Tastenstöße reinmachen kann. Oder andersrum, weil das gar nicht miteinander harmoniert. Richtig. Ich will nicht wissen, wie viele das schon gemacht haben. Und dann Ventil abreißen und so weiter. Ja. Okay. Das war schon mal so die ersten Punkte. Das heißt, es geht jetzt primär darum, erstmal bevor wir loslegen mit Nockenwellen, zu ermitteln, was diese Köpfe, so wie sie hier sind, können. Genau. Okay. So, ich habe hier schon mal auf einen Zylinder, so wie wir es eigentlich vorhatten, das Ganze zerlegt. Mhm. Weiß mittlerweile, weil das ist bestimmt schon 3, 4, 5 Jahre alles gar nicht her. Ich meine, das waren damals irgendwelche Federn von Supertec, wenn ich mich nicht täusche, die es dafür gab. Ja. Einlass, Auslass, genau. So, und jetzt, Federn habt ihr zur Not auch welche. Da habt ihr auch ein großes Sortiment, dass man da immer irgendwas... Sind das Standardteile oder müssten man die dann auch pro Motor immer schon passt fertig? Nein, wir haben ungefähr 15 verschiedene Federpakete. Damit können wir zum größten Teil alles abdecken. Man muss dann immer passend die Federteller haben zum Motor oder Auflagen. Mhm, ja, in dem Fall liegt die Feder, so wie es aussieht, einfach nur drauf, auf einer Scheibe. Ja. Und dann kann man mit den Federn, die wir haben, eigentlich viel abdecken. Mhm. Ich kenne noch von mir bei der Limo, war immer das Problem, dass wir wirklich extreme Federn auf der Außenseite fahren mussten. Durch diesen Abgasgegendruck in dem Krümmer war es da wirklich so...
das waren Federn, die waren immer, die waren saftig. Ja, ja. Um sozusagen. Und dementsprechend schnell wurden die auch müde. Also es war tatsächlich bei so einer Feder so, dass die schon relativ schnell immer ihre Spannung verloren hat. Und dann ging es irgendwann los, Aussetzer, und dann war es schon wieder, schon wieder Federn. Wobei, dann war es tatsächlich so, dass wir teilweise so 20% weniger Kraft auf der Feder hatten. Okay. Das ging immer recht, recht schnell. Das ist zusätzlich zu der hohen Drehzahl, hat man natürlich auch das bei einer Aufladung, dass der Abgasgegendruck oder der Brennraumdruck noch das Ventil aufhalten will oder aufdrückt. Ja. Das muss man auch beachten. Ne? Okay. Ein letzter Punkt noch für alle, die es auch noch nie gesehen haben, ist, normalerweise wäre jetzt ja hier der Tassenstößel mit dem Hydroelement drin, der das Ventilspiel ausgleicht. In unserem Fall liegt jetzt hier der Kipphebel drin und das eigentliche Hydroelement, ähnlich wie bei, wie bei einer Schaukel oder so, bei einer Wippe, ist halt gegenüberliegend. Also hier drunter ist dieses Hydro-Ausgleichselement, das dann das Ventilspiel ausgleicht. Das könnte man im Zweifelsfall auch mechanisch bauen, ne? Ja. Aber hier dann Ventilspiel einstellen, wird natürlich ja, das, die Hölle, ne? Da hat man was vor, ja. Weil wenn ich mir überlege, um da ranzukommen, musst du ja wirklich die komplette Kassette mit Nockenwellen immer wieder raus. Ja. Alter, und das bei dem Motor, kannst vergessen. Ich glaube, ich will kein Geld der Welt machen. Ja. Weil du kommst auch eingebaut gar nicht ran. Mhm. Durch den Winkel, ja. Mhm. Okay, krass. Das heißt, das lassen wir lieber, aber wenn du sagst, so 1000 Umdrehungen mehr als Serie geht, also dass man hier so irgendwie Richtung 8,8 geht, das wäre ja schon mal. Ja. Gibt es da verschiedene Versionen von diesen Kipphebeln im VW Audi-Bereich? Leider nicht, nein. Gibt es nur genau... Ich weiß jetzt nicht, bei dem bin ich mir nicht sicher, die werden ab und zu mal verbessert, weil der Hersteller auch einige Problemchen bekommt im Serienbereich. Aber es gibt nichts, wo man sagt, das ist viel besser. Weil ich habe auf jeden Fall schon mal was gehört von diesen R32-Jungs, dass es da auch noch andere Kipphebel gibt. Also wenn ihr da was wisst, könnt ihr mal linke Kommentare vollballern. Weil die haben auch davon berichtet, dass der Kipphebel rausspringt und irgendwas, ich weiß nicht mehr, ob die irgendwie anders geklammert waren oder so, es sollte auf jeden Fall irgendeine Upgrade-Version, glaube ich, geben. Okay, was müssen wir als erstes machen? Den Weg, also die Federhärte und die Rate, die können wir ausmessen. Mhm. Wir müssten jetzt erstmal die Einbaulänge ermitteln. Mhm. Das heißt, die Federlänge im ausgebauten Zustand hat ja eine Grundlänge. Mhm. Das entspricht aber nicht der Länge im eingebauten Zustand. Die wird vorgespannt. Mhm. So, deswegen müssten wir jetzt erstmal schauen, wie dieses Maß, welches Maß wir ermitteln für den eingebauten Zustand. Dann wissen wir, was für eine Schließkraft die Federn haben. Vor dem Block 1 mm ist so die Grenze, dass man noch 1 mm hat, bevor das alles aufeinander geht, falls das doch zum Schwingen neigt. Ja, wenn man sich mal verschaltet oder aus irgendeinem anderen Grund, dass das Ventil aufgeschleudert wird, dass man wirklich dann über diese 8,8 drehen sollte aus irgendeinem Grund, dass dann noch ein bisschen Sicherheit ist zwischen den Federwinden. Mhm. Okay, also messen, wie viel Weg die Feder kann, genau. Ein bisschen was abziehen und dann gucken. Was ist tendenziell für die Federrate wichtiger? Die Kraft, die sie im Sitz schon hat, geschlossen, oder wirklich dann auf maximalen Hub? Beides. Beides ist wichtig. Es muss beides passen, ja. Mhm. Ja, also die Schließkraft ist wichtig, was du angesprochen hast vorhin, wegen dem Abgasgegendruck. Mhm. Ja, damit die Ventile wirklich, wenn sie zu sein sollen, auch zu bleiben. Und die Rate bzw. die Kraft bei maximalem Hub ist auch wichtig, damit der Ventiltrieb oder jetzt in dem Fall der Hebel dem Nocken folgt hundertprozentig, nirgends davon abweicht. Verstehe, okay. Mhm. Und wenn man es übertreibt, hat man zwar die Sicherheit, dass es funktioniert, aber man verliert dann durch innere Reibung Leistung, was man nicht möchte. Das heißt, für uns mit diesen krassen Turbomotoren, mit heftig Gegendruck, ist diese Schließkraft fast sogar entscheidender wahrscheinlich. Ne? Ja. Die ist fast sogar wichtiger. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich würde sagen, wie misst man sowas? Man muss das jetzt einbauen. Mit, also ohne Feder, nur der Teller wird eingebaut mit den Feder, mit den Keilen, mit den Keilen, Ventilkeilen. Und dann muss man das Maß dazwischen ermitteln. Es sei denn, es ist schon gemessen worden. So, sind wir bei 1,6 mm. Jetzt muss man von Telleroberseite bis Federauflage. Also es ist 40,2 minus die
die 1,6. Das wäre dann die Federlänge im eingebauten Zustand. 38,6. Was habe ich gesagt? 38? 36? 38,6. Das war ich gar nicht so verkehrt. Ich meine Gedanken doch immer aussprechen. Das ist auch witzigerweise, diese 38 sind bei vielen Modellen VW Audi-mäßig gleich. Ja. Also das machen die gerne. Ja. Ja, ich denke mal, der Einfachheit halber, da können sie viele Teile verwenden. Interessant wird gleich auf jeden Fall noch die Nockenwellenauslegung, weil dann kommt ja noch die ganze Thematik mit Verstellern dazu. Darf man auch nicht vergessen. Dass man die Wellen ja auch über die Versteller noch verdrehen kann. Das ist auch nochmal so eine Thematik. So, jetzt brauchen wir den anderen Teller. Also im Idealfall ist das Maß gleich. Mhm. Ich meine eigentlich auch, ich meine, wir hatten die sogar passend eingeschnitten, die einzelnen Ventile, dass sie alle auf die gleiche Einbohrlänge genau kommen. Was ich allerdings nicht weiß, ist, warum die Federteller verschieden sind, Einlass, Auslass. So, der ist auch 1,6. Hier haben wir eine andere Einbaulänge. Mhm. Ja, ist ein bisschen schwer zu messen, weil der Teller eine andere Form hat. Ja, hier haben wir die 36. Mhm. Also einmal 36, einmal 38,5. Okay. Das heißt, Auslassseite ist die Feder weniger zusammengedrückt als auf der Einlassseite. Okay, die Federn sind aber identisch. Ne? Das zweite, also das würde mich jetzt ja extrem wundern, weil das würde dann ja eigentlich, würdest du sagen, tendenziell brauche ich auf der Einlassseite oder auf der Auslassseite mehr Kraft? Auslass. Ne? Jetzt haben wir gerade einen Fehler gemacht, weil hier die Unterlage drunter ist. Glaube ich. Hast du den Magneten? Ja, ich glaube die. Ja, ja, da kommt das her. Die Unterlage ist recht dick. Ah. Ja. Okay. Und so, auf der anderen Seite? Da ist nichts. Hast du die noch in der Tüte? Mhm, aber nur so klein. Ne? Also nicht ansatzweise so dick. Mhm. Ja, das ist ein halber Millimeter, 0,6. Da hat Björn damals so eine Scheibe drunter gelegt. Das heißt, eine logische Erklärung wäre, wenn gleich die Federn Einlass aus, das unterschiedlich wäre. Ja. Muss man so überraschen. So, diese 0,6, die müssen wir jetzt noch abziehen von den 38,6. Da sind wir genau bei 38,0. Also von was wir vorhin gesprochen haben, das ist die Federlänge ausgebaut, ja, sind 36 mm. Die sind auch alle annähernd gleich, ja. 46. Ja, 46,5 so im Durchschnitt bei vier Federn. So, das ist L0. Der Federwaage machen wir Folgendes, so ist man den auf die Seite. Nehmen. Ja, wir zeigen das mal mit altem Werkzeug, da geht es ganz einfach. Klassisch. Klassisch, genau. Aber ich habe die ganze Zeit mal probiert, so ein Ding zu kaufen. Es gibt die auch kaum noch zu kaufen, ne? Die findet man nicht. Und das ist eigentlich total geil, weil man schnell mal was messen kann. Ja, mit dem ganzen elektronischen Zeug ist das viel zu kompliziert. Und hier kannst du genau so, wie wir es gerade machen, neben dem Motor was messen. So, jetzt müssen wir schauen, was wir bei 36 mm, ich fange mal mit Einlass an, für eine Kraft haben. Ja, hier sieht man an der Skala, wie weit wir die Feder zusammendrücken.
Ja, 36 jetzt. Und das sind jetzt Kilogramm 42. Ja, das ist der Schließdruck jetzt auf der Einlassseite. Mhm. So, und dann, was uns jetzt interessiert, ist dann einmal die Blocklänge. Wir drücken sie komplett zusammen. Das sind 25. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, bei 25 mm Rest ist sie auf Block. 38 hat sie eingebaut. Das heißt, theoretisch lässt sie 13 mm Hub zu. Minus den 1 mm, den du noch, genau, als Karenz haben wolltest. So, ne? Ja, ja, das ist allerdings auslassseitig. Einlassseitig haben wir jetzt ein Problem. Mhm. Weil da 2 mm, also können wir nur... 12 mm, ne? 12 mm Hub. Ah ne, Einlass hatte ich noch weniger, okay. 10. Hm. Ja, wenn die Federn identisch sind, das müssen wir gleich noch einmal nachmessen, genau. Nicht, dass da doch irgendwo unterschiedliche Federn drin sind. Also wir drücken alle viermal runter jetzt. Ja. Ja, die sind identisch. Mhm. Von der Kraft her auch? Von der Kraft, wenn wir das jetzt vergleichen bei dem geschlossenen, ich nehme jetzt mal überall die 36, ja, sind wir bei 46. Die schwanken halt ein bisschen. Ja, alle so um die 40 plus minus 2. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein Problem. Dann macht ja so, wie wir das bisher zusammengebaut haben, gar keinen Sinn. Nein. Wir haben jetzt die Einlassseite 2 mm unterlegt. Das heißt, dort fehlen uns 2 mm Hub, die eigentlich möglich sind. Und eigentlich brauchen wir zusätzlich auch noch die höhere Kraft aus der Außenseite. Mir kommt es fast so vor, als wenn es eigentlich andersrum sein müsste. Ja. Als wenn der Ring auf der Außenseite liegen sollte. Ja, ne? Genau. Das wäre ein Spaß geworden. Okay, aber das können wir jetzt zur Not einfach variieren. Und den Ring noch... Den Ring rausnehmen? Genau. Den Ring kann man ja ohne Probleme rausnehmen. Genau, dann gewinnst du auf jeden Fall jetzt... Wir haben den jetzt nicht gemessen, aber der war ja richtig stark. Also ja. Diese 2 mm, denke ich, genau. die haben wir dann auch. Ja. Ja? Ich denke auch, der wird 2,6 sein ungefähr, 2,5, wie auf der anderen Seite. Gut. Mhm. Ja, und dann hätten wir beidseitig die 38 mm. Und das wäre dann ein Schließdruck von 32. Und jetzt messen wir noch 1 mm vorm Block. Also bei 26 haben wir ja, 93. Ja. Mhm. Also okay. Von den Kräften her wäre das in Ordnung. Mhm. Wir müssen nur den Weg sicherstellen, einlassseitig und dann. Mhm. Okay, also. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir die Feder nicht unterlegen, haben wir 32 Kilogramm Anpressdruck einfach eingebaut. Und beim maximalen Hub, was die Feder theoretisch kann, 93. Genau. So, das bedeutet allerdings auch, wir können jetzt nur eine Nockenwelle konstruieren mit maximal 12 mm Hub. Ja. Kommt das ungefähr hin? Passt das? Das kommt. Ja, wir haben zwei Stages ausgerechnet. Für die Stage 2 würde es nicht hinkommen, weil Einlass 13,5 mm Hub hätte. Mhm. Hättet ihr theoretisch Federn, die sowas können, in dieser kleinen, ich sag jetzt mal kleinen Bauform? Ich denke ja. Ich kann mal schauen. Wäre einfach mal interessant, weil wird den einen oder anderen Tuner hier geben, der so starke Federn bestimmt haben will. So, also ich habe zwei Federn, die theoretisch passen könnten. Die eine... erscheint mir ein bisschen zu kurz. Ich muss mal schauen. Ja, die ist zu weich. Da haben wir bei 36 nur 22 Kilo. Das ist zu wenig. Mhm. So, bei dieser da haben wir 35 Kilo. Sogar ein bisschen mehr wie bei dem Supertech. Und da haben wir eine Blocklänge von 23, also da könnten wir 2 mm mehr Ventilhub fahren.
Ja. Problem ist nur, die ist ein Ticken zu groß im Außendurchmesser, so dass sie hier gar nicht aufliegt. Auf die Fräsung passt, ne? Genau, ja, diese Ausfräsungen für die Ventilfedern sind ein bisschen zu klein. Okay, das wäre natürlich ein Riesenaufwand, die Auflagefläche überall passend zu machen. Wer weiß, ob das auch von der Wandstärke her dann überall passt und so weiter, ne? Ja. Okay, das heißt, wir müssen bei den Federn bleiben, aber kriegen da schon was passend. So, ich habe noch eine extra weiche Feder mitgebracht. Okay. Das ist die Feder aus meinem Abarth-Motor. Und ja. Die haben ganz extrem das Problem wohl, dass wenn die 100, 150.000 Kilometer haben, werden die so richtig weich. Mhm. Und dann fangen die Autos nämlich auch an, diese Aussetzer zu haben. Okay. Der hat auch eine Einbaulänge von 38. Passt witzigerweise auch wieder. Oh ja, die. Merkt man beim Runterdrücken schon, ne? Ja, genau. Ja, die Kammer, die hat 8 oder 9 Kilo. Ja, ganz wenig. Also gar nichts. Gar nichts. Ja. Ja, krass. Die ist richtig weich. Ja, merkt man auch schon, ne? Ja, ja. Habt ihr da Federn für? Da wir springen mal kurz zwischen den Projekten hier. Ja, ja, also wenn das dieser T-Jet-Motor ist. Ja, dieser 1.4er. Ja. Da gibt es ja, das ist gut zu wissen. Weil da gibt es nämlich nicht viele. Also Supertech und so haben da zum Beispiel keine Federn für. Mhm. Wir haben viele Kunden in Italien und Griechenland, da fahren viele und die. Ja, fusioniert Griechenland kurz mit Italien nochmal. Ja, genau. Nee, okay. Ja, so, ich würde sagen, dann haben wir die Thematik Federn erstmal schon mal durch. Das heißt, so wie wir es zusammengebaut haben, ist es in meinen Augen aktuell erstmal Quatsch. Müssten wir jetzt auf allen Zylindern nochmal kontrollieren. Da allerdings die Ventilschaftdichtung hier im Weg sind, glaube ich nicht, dass wir da irgendwas hin und her gemischt haben in den letzten Wochen. Dann wird das leider so rum falsch zusammengebaut sein. Warum, wieso, weshalb auch immer. Okay, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal aus, wenn wir sie nicht unterlegen würden. Ja, also nur mit dieser kleinen Scheibe. Die 06. Genau. Einzige Erklärung für das Unterlegen wäre sonst noch, dass die auf der Einlasswelle so wenig Hub fahren, dass wir es unterlegen konnten. Aber das macht ja auch keinen Sinn mit Serienwellen, würde die Einlasswelle ja immer stärker sein als die Auslasswelle, oder? Ja, also das gibt es bei, nur bei einem Motor kenne ich das, dass das so ist, dass Auslass stärker ist und das ist so 5-Zylinder Audi RS2 oder so. Da war das tatsächlich so, aber sonst nicht. Gar nicht, ne? Ja. Okay. Weil wenn wir nicht unterlegen bei 38 sind, dann kommen wir genau mit 12 Meter hoch hin. Ja. Jetzt geht's weiter mit Vermessen. Das heißt, einmal überhaupt erstmal gucken, wie das Profil der Nocke ist. Richtig. Und wie ich so ein bisschen an der Zeichnung sehe, auch die generellen Abmaße, die man so braucht, um ein Rohling in Summe zu fertigen. Genau, ja. Um das zu reproduzieren. Also wir werden jetzt erstmal die Nockenkontur von Ein- und Auslasswellen abnehmen. Mhm. Und was wir schon gemacht haben, ist die Bemaßung und so alles, um die CAD-Zeichnung zu erstellen. Und dann können wir auch aus dem Vollen fertigen mit den Daten. Das heißt, das gehört einfach alles dazu, wenn ihr halt so Wellen nachbauen wollt, genau. Braucht man logischerweise einfach wirklich Abmaße. Ne? Die Maschine kann jetzt aber nur den Nocken vermessen oder kann man auch Lagerstellen und so weiter da auch alles mit vermessen? Da kann man alles. Die kann theoretisch alles. Ja, auch die Kröpfung, das heißt den Zylinderversatz, genau wie bei der Kurbelwelle, hat man das bei den Nocken natürlich auch, dass die Nocken nicht alle an derselben Stelle angeordnet sind, sondern zueinander geschränkt. Ja, und das, man kann prinzipiell alles vermessen. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil ich könnte mir schon vorstellen, bei der einen oder anderen Zubehörwelle ist das so ein Punkt, die vielleicht auch gar nicht genau genug passen. Weißt du, dass wenn Zylinderabstand, also Winkel eigentlich 70 Grad sind, sind es auf einmal 69,5 und 70,5. Ja, das ist tatsächlich, haben wir das schon gemerkt beim Umschleifen. Aber das ist sehr selten. Aber es passiert auch. Passiert. Ja. Und das ist dann so ein typischer Punkt, wo man sich natürlich einen Wolf sucht, wenn ein Zylinder einfach schlechter läuft, ja, genau. Heißer ist, kälter ist, so, ne? Woran es liegen kann. Vielleicht mehr klopft, weniger klopft. Ja. Ja, das Ding ist auf jeden Fall ein Traum, weil ich weiß, vor wie vielen Nockenwellen man schon immer so gestanden hat mit Messschieber und überlegt sich dann, ach, ja, hier Nockenhöhe, Breite und so weiter. Ne? Genau. und am Ende geht es ja so dann doch eigentlich recht einfach. Okay, das heißt, wir messen jetzt Einlasswelle, da liegen auch die Auslasswellen. Umgekehrt, also das ist jetzt Auslass rechte Seite. Mhm.
damit würden wir anfangen. Und das ist die 360 Grad Nockenwelle. Oh ja. das ist so ein Rohling von euch? Ja, den haben wir jetzt vorbereitet. Das ist aus dem Vollstahlmaterial gedreht und vorgefräst. Mhm. Und wir können dann individuell das Profil draufschleifen. Mhm. Okay, krass. Weil es sieht so ein bisschen aus wie so ein Rohling, als wenn bei Lambo damals im Werk so ungefähr so ein Rohling ausgefallen ist und ihr tatsächlich solche Rohlinge jetzt hättet, um die umzuschleifen. Ja. Man macht tatsächlich selbst diesen Rohling selber. Genau. Ja, man sieht den Unterschied, wenn man die nebeneinander hält, dass wir wirklich aus dem Vollen das gemacht haben und Lambo, das ist ein Rohr, auf das die Nocken geschrumpft wurden. Ja, wenn man hier stirnseitig drauf schaut, sieht man wirklich, dass das Einzelteile sind. Mhm. Was auch nicht üblich ist, ne? Das ist nicht immer so. Ne? Ist nicht üblich, nein. Dann merkt man aber, dass der Motor mit Audi verwandt ist, weil das da angefangen hat. Ja. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, wie die Dinger produziert werden. So, okay, dann würde ich sagen, der spannende Moment, wir gucken einfach mal, was hier so geht in dem Motor drin. So. Nocken vermessen ist auch so eine Thematik, die... Oh, geht schon los. Okay, das heißt, das ist jetzt einfach ein Messtaster, der einfach... Hub misst und passend dazu hinten die Gradzahl beim Verdrehen. Genau, es wird einmal die Nockenwelle gedreht, eine vollständige Umdrehung und währenddessen wird die Kurve erfasst. Mhm. So, okay. Das wäre jetzt... Nockenhub kann man hier ablesen, 6,5 mm ungefähr. Mhm. Und das ist die Nockenerhebung, ja, nicht die Ventilerhebung, die ist anders. Das heißt, hier haben wir theoretisch die Drehung der Welle drauf, von 0 bis 360 Grad einmal rum und wie der Nocken hochgeht. Genau. Jetzt sagtest du, Ventilerhebungskurve ist nochmal eine andere. Ja. Weil? Weil der Hebel in dem Fall dazwischen ist. Mhm. Einmal hat er eine Übersetzung und zum anderen durch die Rolle wird das dann auch verändert. Ah, okay. Also bei einem flachen Stößel ist es aber auch anders. Da hat man auch eine Nocken- und eine Ventilerhebung, weil je nachdem, wo der Nocken gerade Kontakt hat zu der Lauffläche, das dann auch wieder differiert. Nun, hier hat man noch zusätzlich ein Übersetzungsverhältnis dazu. Und wir sehen jetzt ja hier 6,5 mm Hub. Das heißt, was für ein Übersetzungsverhältnis haben wir da? Noch keins, also 1:1, weil wir... Nee, also ich meine jetzt später im Motor dann? Also wir haben das schon mal vermessen. 1,68 zu 1 ist das Verhältnis. Mhm. Okay, also der Hub wird größer. Genau. Wie ein längerer Hebel, sage ich jetzt mal. Genau. Macht das irgendwelche Einflüsse auf die Ventilfeder? In dem Fall nicht, weil die Ventilfeder ist ja nur dafür da, wie das Ventil beschleunigt wird, sage ich jetzt mal. Und da das gleich beschleunigt wird, ist es dafür erstmal egal. Ja, deswegen orientieren wir uns immer an dem Ergebnis, also an der Ventilerhebungskurve. Das heißt aber, die eigentliche Kraft müsste ja auf dem Nocken schon höher sein, ne? Gegenüber einem ohne Übersetzung. Wenn wir jetzt theoretisch den Weg länger machen... Also wir verlängern den Weg, ja, müsste ja theoretisch die Kraft auf der Flächenpressung in dem Moment stärker sein. Und das kriegt man vielleicht hin durch diesen Rollen-Kipphebel. Die ist sogar... Ja, oder denke ich in die falsche Richtung? Genau, es ist gerade umgekehrt. Weil es weniger ist, du hast hier weniger Kräfte. Wenn man jetzt einen Tassenstößelmotor hätte, hätte man wirklich jetzt 11 mm Hub zum Beispiel. Mhm. Ja, und höhere Kräfte. Ja. Und dadurch, dass das jetzt umgelenkt wird, ist es gerade umgekehrt. Mhm. Ja, wir haben hier nur 6,5 und es wird dann hinten, dann durch die Übersetzung höher. Mhm. Okay. Tja, okay, so. Das heißt, der spuckt uns jetzt gleich direkt fertig die Welle aus, was wir da so haben. Das genau. Ja, die Brenne, weil sie sieht verhältnismäßig recht breit aus. Also so, als wenn die Steuerzeit schon gar nicht so wenig ist. Ja, also das hier ist, wie gesagt, der Auslass. Mhm. Da ist der maximale Hub. Mhm. Und
Das ist jetzt ein ganz wichtiges Thema, und zwar die Gradzahl bei bestimmten Ventilspielen. Mhm. Ja, weil es gibt dann immer so eine Angabe, zum Beispiel, früher war immer 296 Grad, haben alle Tuner 296 Grad eingebaut, aber es waren 20 verschiedene 296 Grad Wellen. Mhm. Und der Grund ist immer die Angabe, bei welchem Ventilspiel das gemacht wird. Mhm. Und jetzt bei einem Hydromotor eigentlich gar kein Ventilspiel. Man nimmt trotzdem ein, also wir machen das so, wir nehmen 700stel, das ist in etwa die Rampe, die man dann weglässt. Und bei einem mechanischen Motor ist es eigentlich das Ventilspiel. Das heißt, die 296 Grad sind dann schon mit Ventilspiel überwunden. Genau. Das heißt, da, wo das Ventil wirklich anfängt aufzugehen. Ja, der tatsächliche Weg in Grad, wo das Ventil offen ist. Ja, ja. Das heißt, wenn man die Nockenwelle nehmen würde, ohne diesen Zeitpunkt, den man zum Ventilspiel überbrücken braucht, wären es nicht 296 Grad, sondern eigentlich 300 Grad oder genau. 302 Grad, ja, noch mehr. Richtig. Ja. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier echte 258,8 Grad. Ja. Wenn wir jetzt einen Zylinder weitermessen, kommt dann das gleiche mal raus? Wie sind da so die Toleranzen? Ja, also wir hatten die ja schon gemessen, das ist sehr präzise. Mhm. Okay, also Zusammenfassung, auslassseitig 259 Grad, 6,56 Nockenhub, was dann ungefähr umgerechnet sind in Ventilhub, müssten dann irgendwas so 11 mm sogar schon. Ne? Könntest du das nochmal schnell nachrechnen hier? 6,56 mal 1,68. Ja, 11,02 mm Hub. Schon saftig eigentlich, ne? Für eine Serienwelle. Ja, ist halt ein Lamborghini. Ist halt ein Sauger, ne? Das ist ja bei Sauger meistens so, dass die irgendwo, haben die es ja über die Jahre schon geschafft, leistungsmäßig auf 100 PS pro Liter zu kommen. Und da gehört natürlich sowas dazu schon, ne? Mhm. Das heißt, wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, haben wir, nee, da müssen wir die, das würde jetzt gerade mit unserem Federpaket sogar noch gehen. Ja. 11 mm Hub? Nein, 10. Also auf Einlassseite. Einlass würde es nicht gehen. Nicht gehen, genau. Auf Auslassseite, so wie es zusammengebaut war, hatten wir ja 12. Ja. Würde, also problemlos nicht, aber es würde gerade so auf jeden Fall noch gehen. Ne? Okay. Ja, dann würde ich sagen, Einlass. Optisch würde ich sogar sagen, dass sie fast sogar noch mehr, also, dass sie noch mehr Einlasszeit hat, mehr Steuerzeit hat. Ja. Weil der Nocken sieht ein bisschen bauchiger zusätzlich aus. Ist tatsächlich so. Ja, da ist auch eine Besonderheit jetzt dabei. Und zwar haben die Ein- und Auslass denselben Hub. Hier sehen wir wieder. 6,56 mm Hub. Und okay. Jetzt haben wir 278 Grad. Ne? Mhm. 278 für einen Serienmotor echt schon eigentlich viel, oder? Ja. Das ist eigentlich das erste Tuning-Profil für einen normalen Motor. Ja, ja. Das ist schon saftig. Jetzt soll es von Lamborghini noch verschiedene Wellen tatsächlich geben. Da soll es gab ja diesen 500 PS Motor und den 520 PS Motor. Das sind Wellen aus meinem, das war ein 500 PS Motor und es kann tatsächlich sein, das müssen wir undercover nochmal testen, die Köpfe, die wir eben gerade gesehen haben, die ich da noch liegen hatte, das waren welche aus dem 520 PS Motor, dass die einen Tucken schärfer nochmal sind. Kann sein, muss aber nicht. Ne? Ja. Für uns ist auch immer ein interessanter Wert bei 1 mm Hub. Ja. So, das müsste man jetzt natürlich umrechnen wieder, weil man redet immer von 1 mm Ventilhub. Also das ist das hier, hier steht es schon. Mhm. Also bei 1 mm haben wir 214 Grad. Mhm. Allerdings dann 1 mm Nockenhub. Ja. Wenn wir, das heißt, eigentlich müssten wir jetzt 1 geteilt durch 1,68. Müssten wir ja eigentlich bei 0,59 gucken. Nee, also wir können das, so wird das nicht genau. Wir können das gleich umrechnen, weil wir das Hebelverhältnis ja kennen und den Ablauf. Und dann können wir uns die Ventilerhebung angucken, also das Resultat. Und dann sehen wir auch, dann was es wirklich ist. Weil für uns ist immer so ein interessanter Wert bei 1 mm Hub, weil man so grob immer sagt, wenn das Ventil 1 mm aufsteht, dann fängt die Luft erst so richtig an, da durchzuströmen. Mhm. So als Faustformel. Ja. Okay. Also, ich würde sagen, das war schon mal wieder extrem viel Technik für heute. Ich würde sagen, wir machen hier
Schluss für Teil 1, sonst brennen nämlich jegliche Köpfe, glaube ich, weg. Es wird jetzt erst so richtig, richtig interessant. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und freut euch auf Teil 2. Jetzt geht es direkt weiter mit der Auslegung von den neuen Nockenwellen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was wir heute alles erfahren.